Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Nioh 2. Wir sind endlich bei der nächsten Hauptmission angekommen. Ich glaube, das ist jetzt die Folge 50. Ich weiß gar nicht. Also wir sind jetzt schon ab der Hälfte von 100 Folgen. Ich bin mal gespannt, ob wir die 100 Folgen durchkriegen. Ich denke mal tatsächlich schon. Obwohl die Burg umstellt ist, geht Nagamasa nicht auf Nobunagas Forderung ein. Alter, Nagamasa, Nobunaga. Herrin Uichi freizulassen. Eine Stürmung ist daher unsere einzige Option, aber wenn ich mir vorstelle, dass sie sich inmitten dieses ganzen Chaos befindet. Hedi, es liegt an uns, sie lebend dort herauszuholen. Der Feind ist damit beschäftigt, Fürst Nobunagas Truppen abzuwehren. Nutzen wir diese Chance, um uns hineinzuschleichen und Herrin Uichi zu finden. Ich verlasse mich auf dich. Tokichiro. Irgendwas war mit dem. Die Burg Odani, Heimat des Daimyo des Asai-Clans, liegt an den Sternhängen des Berges Odani. Ich muss gähnen. Ich hasse Vorlesen. Die auf dem Berggrat errichtete Burg war ursprünglich recht klein, doch durch die ausgeklügelten Entwürfe des genialen Asai Nagamasa und den Einsatz wegweisender Bautechniken wurde sie mit einem komplexen System von Mauern und Befestigungen zu einer mächtigen Bergfeste. Doch nun scheint die Zeit gekommen, da sie unter dem gewaltigen Druck der Oda-Armee fällt. Keine Cutscene? Oh. Okay, nehme ich so. Nehme ich so hin. Haben ein bisschen mehr Zeit zum Schnetzeln. Warte mal, ich habe 101.000. Da haben wir doch bestimmt irgendwelche Gegenstände. Ein Geisterstein. Ich habe tatsächlich nicht so viele Geistersteine. Aber das war's schon. Oh, warte, was? 100... Das war... Das war 20.000. Nee, hä? Ich habe 107... Nee, warte, ist das jetzt Geld oder was ist das jetzt? Ah, das war gerade Geld, was ich da gesehen habe. Ich dachte schon, hä? Jetzt habe ich aber 177.000. Was ist denn da passiert? Wie viele Pfeile habe ich? Okay, das ist echt gut. Boah, das ist auch gut. Nice. Ich bin auf jeden Fall ready. Ready to take off his clothes. Ich wollte jetzt ein Running Gag. Shortcut. Ah, komm mal her hier. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich habe mich noch nie so blöd angestellt, die Viecher platt zu machen. Noch nie. Oh, jetzt bin ich... Oh nein. Ist hier der Dummfreund? Hier, wie hieß er denn nochmal? Ihr wisst schon. Ist der hier? Hm, jetzt bin ich feucht, guck mal. Mensch. Sina ist feucht. Das ist ja auch geil, ey. Also, nicht... Was geht denn bei dem ab? What? Einfach ein Katapult. Einfach ein Katapult. Oh nein. Mann, die macht mich langsam, die blöde... Put, ey. Ich finde, die sehen zum Glück nicht so eklig. Oh Gott. Guckt euch das mal an! Wo ist denn da der Kopf? Da oben, ne? Ach, keine Ahnung. Komm,
Komm mal runter jetzt hier auf die Bohnen-Dart-Sachen. What the hell? Wieso waren auf einmal mehr Gegner? Alter, voll viel Geld. Da sind voll viel Geld liegen, was ist denn da los? Ach Mann, ey. Hier unten ist ein Kodama. So, ey, ich glaube, das war getroffen. Das war jetzt wirklich getroffen. Das kann mir keiner erzählen, dass es nicht getroffen war, ey. Kann's doch nicht sein. Aua. Okay, 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 ja, ich fühle, ich fühle. Ich fühle nur Tod und Hass. So, das heißt, mich schießt jetzt hier keiner mehr an, das ist doch gut. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wir können uns jetzt hier auch ein bisschen... Ach, guck mal ihn an. Das Parieren... Ist zwar cool, es klappt auch meistens, aber nicht immer. Das finde ich halt noch schade. Das muss stetiger werden. Komm her, mein kleiner Yogi. Bam, 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 bam. Wenn das nicht geil war, dann weiß ich auch nicht. Ich hab den aber nicht gut rausgecatcht da. Oh! So, hier ist noch ein Kodama. Ich gehe auch noch zurück, keine Sorge. Ich weiß, dass da noch ein Kodama war. Scheiße, wie viel gibt's denn hier? 7 oder 6? Ich glaube 7, ne? Ich bin mir aber nicht sicher. Übrigens, in dem einen Level, wo ich gesagt habe, dass es 7 gibt, da gab es einfach 8. Also da gab es noch mal noch einen mehr, als ich überhaupt dachte. Und ich glaube, 8 hatten wir auch noch gar nicht. Deswegen war ich so überzeugt von mir. Oh, guck mal, ein Sodama. Ja, ich weiß, du freust dich, mich wiederzusehen. I know. Du kriegst auch was richtig Geiles. Du kriegst jetzt hier... Bam! Alter, Kürass des Hauptmanns. Hauptgouverneur sogar. Nee, warte mal, ist ein Gouverneur mehr wert als ein Hauptmann? Wenn das nicht knapp war, dann war das keine Ahnung was, ey. Das war sauknapp gerade. Und ich heile mich gerade automatisch voll heftig. Warte mal, ich nehme mal hier. Ja, immer wieder gut. Immer wieder befriedigend, wenn der da oben weg ist. Also wenn irgendeiner weg ist, der halt wirklich einen auf den Sack geht. Hä? Geht er da hoch? Ja, sogar ein bisschen Geld für mich. Guck einer an. Richtig netter Typ, ey. Okay, der tut mir tatsächlich sogar ein bisschen leid. Zack.
Der andere Dude ist also drinnen, ne? So, zweiter Kodama. Ich frage mich ja, wo der Dunkelfreund ist, ob der in diesem Level überhaupt existiert oder in irgendeinem anderen Level. Aber ich kann es mir vorstellen, dass der hier ist. Versuchen es mit dem immer mit denselben Tricks, immer mit diesen komischen Ausweichangriffen. Warte mal, da geht's jetzt weiter und da geht's jetzt weiter. Das ist jetzt natürlich, also hier sieht's aus, als wenn es hier wirklich storybedingt weitergehen würde. Ist auch, glaube ich, der Fall. Ey, bin mir nicht sicher. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt mal hier durch und gucken mal nach. Was ist das denn? Wer ist er denn? Das ist ein komplett neuer Gegner. Okay, ja, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, ich verstehe. Oh nee. Alter, was ist denn mit dem los? Alter, der macht... Reicht langsam, ey. Okay, der ist komisch, der Gegner. Der ist richtig komisch. Aber stimmt, wenn man sich heilen will, dann kommt dieses Kotzen. Naja, so war das. Hier ist ein Shortcut. Hier geht's auf jeden Fall Safe Call weiter. Dann gehe ich mal oben lang. Ich meine, warum sollen die neuen Gegner einführen, wenn das hier optional wäre? Und der neue Gegner, der macht mir jetzt erstmal noch keinen Spaß. Aber ich kenne das ja von den anderen Gegnern bisher. Die waren alle nicht so mein Fall. Und dann am Ende sind die doch gar nicht so schlimm. Ich hoffe, ich habe hier jetzt nichts vergessen. Aber ich habe schon 3 Kodama. Und das innerhalb von 13 Minuten. Och nö, ey. Ernsthaft? Bam. Okay, hat nicht geklappt. Ho. Saya. Oh nein, nein, nein. Nicht nochmal, vergiss es. Alter, das war knapper als, keine Ahnung was, ey. Als der Minirock eurer Freundin. So. Also wenn ich jetzt wieder unten lang gehe, dann wäre das besser für mich. Ist das richtig? Lol. Kann ich den dann nicht töten? Nee, es geht wirklich nur von hinten. Da muss ich wohl doch hier durch. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt so eine Unterführung dahin ist und nicht tatsächlich doch ein anderer Weg. 140.000 am Riter. Mal gucken, ob ich es bis zum nächsten Schrein auf die, Oh, ist da bestimmt eine Spinne, oder? Ey, ihr seid so eine Wichser, ne? Guckt euch das an, so eine Wichser seid ihr. Das ist ein Scherz, ey. Mein Gott, ey, wie die mal wegspringt.
Hätte ich das nicht gehabt, dann wäre ich da einfach so reingelaufen. Hätte mich mega erschrocken. Das sieht schon langsam nicht mehr aus wie eine Unterführung, sondern wie ein neues... Ah, lol, ich bin hier. Ah, Shortcut. Ja, nee, danke, will ich nicht. Ich könnte mich zwar leveln, aber nee. Dann muss ich doch da oben langlaufen, oder was? Das ist belastend. Aber egal, wir haben einen Shortcut, das ist gut. Wenn wir gestorben wären, dann wäre das sehr, sehr ärgerlich gewesen. Hätte ich das mal vorher aktiviert. Dann wäre es nicht mal so schlimm, wenn ich hier bei den Typen bei seinem Griff gestorben wäre. Aber das ist ja zum Glück nicht passiert. So, das heißt jetzt einfach erstmal durchlaufen und den Typen killen, oder was? Ich weiß nicht von... Ah, von da. Oh Gott. Ich muss da irgendwie hinkommen. Ja, die kriegen aber keinen Schaden oder was. Ich muss durchrennen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das ist gerade ein bisschen tricky. Oh ne, jetzt muss ich wieder gegen das Vieh kämpfen, oder? Oh nein. So, Hai geschafft. Easy peasy, ey. Das war sogar einfacher als beim ersten Mal, aber gut, ist klar, man kennt ja die Angriffe auch. Also. Ich wollte gerade sagen, Alter, triff doch mal jetzt. Der kommt auch noch, genau, stimmt. Komm. Oh, den habe ich vergessen, den Angriff. Den habe ich vergessen. So. Weg die Sau. War gar nicht so schlecht, glaube ich, der Anfang. Oh. Ich konnte ihn finishen, das ist schon mal gut.
So, wie mache ich den da? Will ich doch. Der ist weg. Jetzt hat mich der entdeckt, das ist gut. Lol. Dankeschön. Aua. Der hat gut geholfen. Mal, der andere kommt mir jetzt nicht hinterher hier. Er kommt hinterher. Komm. Bam. Jawollo. Oh, Seelenkern. Nice. Richtig gut. Hier ist noch ein Gegner. Wie versteckt der auch war, ne? Echt unglaublich, wie versteckt er war. Also, ich bin echt froh, dass ich so ein Feind-Gespür habe. Guck mal, da ist ja auch noch einer, Lul. Komm her hier. So, jetzt gucken wir uns das jetzt alles mal hier ganz entspannt an. Kann nämlich sein, dass wir in der nächsten Folge noch nicht beim Boss sind. Komm, jetzt was machen. Oh, das hat ordentlich gescheppert. Also wenn es um Angriffe geht, ist doch die Spinne am besten geeignet. Komm, kill dich selber. Vollidiot. Das war viel zu gut, ey. Was ist denn da unten? Auf jeden Fall mal den vierten Kodama. Das ist doch schon mal schön. So, den Typen hier oben werde ich jetzt auch killen. Ich weiß gar nicht, ob die wiederkommen hier. Aber ich glaube schon. Anders würde es gar keinen Sinn machen. Ich will wenigstens noch bis zum nächsten Checkpoint kommen. Alter, 179.000 am Rieder. Was ist denn da los, ey? Da müssen wir auf jeden Fall noch die 2K, die 200K knacken. So, sicherheitshalber. Sicherheitshalber das schon mal gemacht. Jetzt geht's hier lang. Wo es storytechnisch ja weitergeht. Das hier sieht gefährlich aus. Oder es geht halt hier oben noch lang. Nach unten irgendwo. Es gibt aber keinen weiteren Shortcut, ne?
Das ist ja voll von den Viechern. Ach du heilige Scheiße. Okay, die sind halt gar nicht so schwer. Es geht eigentlich sogar. Okay, den Griff, den kannte ich noch nicht. Den Griff, den er gerade machen wollte, den kannte ich noch nicht. Der hätte mich vielleicht gekillt. I don't know. Wir werden es nie erfahren. Vielleicht will ich das auch gar nicht. Der chillt einfach da oben, ey. Der chillt einfach da und macht nix. Oh. Sturzangriffe sind ja mal übel krass. Alter, der Sturzangriff hat ihn ja komplett aus dem Leben genommen, ey. Was war denn da los? Oh, heftig. Okay, das ist krass. Gute Leiche. Ah, ich bin geschützt gegen Dung, weil ich noch Wasser habe. Ah, ich verstehe. Ach, Mann, ey. Muss sowas denn sein? Bye. Ausdauer, ich brauche Ausdauer. Aber irgendwie haben doch die Entwickler auch irgendwas genommen, dass sie so einen großen Gegner in so einem engen Gebiet machen müssen wieder. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kann doch nur. Mir wird schlecht. Warte mal, das ist nur eins. Okay. Okay, okay, okay. Hä? Lol? Wieso bin ich denn jetzt hier? Was macht denn das für einen Sinn? Komme ich denn eigentlich da oben hin? Komm ich nach oben hin, ey. Naja gut, ist ja auch kackegal. Ach, ich hätte von hier runtergekonnt. Jetzt verstehe ich das erst. Ah, ne, jetzt habe ich es ja so gemacht. Ja gut. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge morgen zu Nioh 2 drin. Und tschüss.